Ihr werdet euch noch wundern, was ich euch zeigen kann. Touristen-Hotspot Stephansdom und auch den Rathausmann. Aha. 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 Dann zieh ich in die Grätzeln, besuch auch Kaisermühlen. Ich frag die Leute auch mal aus, da kann man sich verkühlen. Aha. 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 Und sehe mich die Leute mit großen Augen an. Dann sag ich, hey ihr Lieben, ich bin der Kameramann. Für Okto da im Kabel, da mach ich eine Show. Die zeigt euch bisschen was von Kunst, Kultur und so. Für Okto da im Kabel geht Stadtstreicher auf Tour und bringt euch Mensch und Tier mal nah mit mächtig viel Bravour. Ob euch in Teil 2 große Sprünge oder tolle Aktionen erwarten, lasst euch überraschen. Was man vom kleinen Stadtstreicher noch wissen könnte, er ist bekennender Katzenfan. Frage zum Tag: Braucht ein Löffler zum Essen eine Gabel? Darf ich vorstellen? Tick, Trick und Track. Nanu, wird hier etwa ein Schwanz angeknabbert? Wie geht's dir heute? Sei nicht so unfreundlich. Diese zwei haben, zumindest einer, offensichtlich was anderes im Sinn. Nanu, wer wird denn? Und das vor den Leuten. Aug in Aug mit einem Giraffenbullen. Coole Sache, was? Ja, der will natürlich Blätter. Ja, der will nicht. Vogel oder Pflanze ist hier die Frage. Aber wer von euch hat schon so einen Pfau im Garten stehen? Hä? Ein Osterlamm mit langen Ohren oder doch Osterhase? Und hier ist der Beweis, es gibt nicht nur den Osterhasen, es gibt auch die Osterhäsin. Ja, und der Traum jedes kleinen Stadtstreichers wird soeben wahr, umgeben von Weihnachtsmännern und sogar Rudi, das rotnäsige Rentier, hat zu uns gefunden. In einer düsteren Weihnachtsnacht hat der Santa Claus erfroren. Und der Rudi leuchtete, was uns konnte schlitten schwer. Da schau her, ein Hirsch, der rot wird.
hat sich wohl gerade verliebt, der Bursche. Und von diesen zwei Hirschen ist's nicht weit zur Gloriette. Sieht der Kaskadenbrunnen so aus. Von der Seite so und von unten der Kaskadenbrunnen dann so aus. Kannst du eigentlich immer nach Plan drehen? Da zeige ich dir mal jetzt den Plan, den ich mir für Würzburg und Nürnberg in diesem Sommer zusammengeschrieben habe. Schön vorbereitet, zu Hause in Wien schon. Und dann siehst du handgeschrieben, wie und in welcher Reihenfolge es tatsächlich passiert ist. So viel zum Thema geplant. Aber was wurde draus? 4 absolut liebenswerte Stadtstreicher folgen. Und gerade bei interaktiven Folgen, speziell bei Interviews oder mit Kindern, gibt es da schon mal die einen oder anderen Überraschungen. Super. Magst du Indianer gerne? Magst du deine Schwester gerne? Ja. Kein Wunder, sie schaut ja aus wie eine Indianerin, oder? Moment. Oh, ich kenne dich doch von wo? Ja, ich habe dich einmal im Kino gesehen. Was? Ich im Kino? Ja. Coole Antwort. Dem Weberknecht, dem wurde heute Morgen schlecht. Typisch blöder Scherz vom kleinen Stadtstreicher. Nur etwas fällt mir auf. Irgendwas ist hier so gar nicht keltisch. Tja, liebe Fenster. Na, perfekt. Hey, Hilfe! Kann mir hier irgendwer aus dieser Blechdose raushelfen? Wurde es mal so richtig gefährlich? In der Steinzeitfolge habe ich ein Tonmammut stibitzt. Aber das war eigentlich eh zur freien Entnahme. Es war nur ein Gag für die Sendung. Und wenn hier schon niemand aufpasst, 3, 2, 1, meins! Der kleine Stadtstreicher im Angesicht des Bären. Jenes Bären, den Old Shatterhand mit 7 Messerstichen den Chaos gemacht hat in Winnetou 1. Oder der Brand in der Messehalle. Keine Angst, der war natürlich nur mit Modellautos. Aber jetzt schaut ihr mal die nächsten Szenen an. Eine Schlange um den Hals des kleinen Stadtstreichers. Und auch der kleine Stadtstreicher möchte einmal Schlange im Naturzustand anfassen. Anfassen und streicheln ist eines, aber um den Hals haben ist was anderes. Ich hoffe, die hat heute schon ihr Frühstück bekommen. Natürlich. Fühlt sich jetzt nicht mal gefährlich an. Und dann richtige Kämpfe. Wobei,
der mit den Dreschflegeln beim Mittelalter-Event im Heeresgeschichtlichen Museum, der war einstudiert. Also den haben wir geübt. Hingegen der in der Spätantike in Carnuntum, der war tatsächlich in der Form überraschend und nicht abgesprochen. Und wenn ich dir hier eines meiner absoluten Lieblings-T-Shirts zeigen darf, da hat es dann die entsprechenden Folgen dieser überraschenden Aktion gegeben. Der kleine Stadtstreicher versucht zur römischen Kaiserstochter durchzubringen. Elias! Komm, du hast den Bannkreis überschritten und dann müssen wir natürlich handeln, ja? Haben deine Sendungen auch mal Tiefgang oder eine Botschaft? Nun, ich traue mich sehr wohl, Seitenhiebe, kleine kritische Anmerkungen zu aktuellen Tendenzen auszuteilen. Dazu bin ich viel zu ehrlich und authentisch. Und ich stehe auf jeden Fall für diese Welt, für ein friedliches, positives Miteinander und versuche in meinen Sendungen auch immer positive, konstruktive Dinge zu zeigen und nicht Skandale. Ja, es ist tatsächlich eine Riesenschande, dass dieses Terra Mare-Schlössl in der Heuberggasse so dem Verfall preisgegeben wird. Ob sich unsere Politiker hier immer wieder mal mit den passenden Ideen versorgen lassen? Entschuldigt, dass ich heute so bei der Arbeit störe, aber ihr seid ja jetzt nicht gerade Politiker, dass ihr heiße Luft produziert. Sie symbolisieren die Gedankenwelt eines Großteils der Menschheit in der aktuellen Zeit, wo keiner mehr weiß, was er denken soll, will oder kann. Und darf. Aber was glaubst du, welcher Song ist der absolute Lieblingssong zum kleinen Stadtstreicher? Also wenn ich mich nicht täusche und mich erinnere an das, was du bisher gesagt hast, dann wäre es Gerechtigkeit. Völlig richtig, Michi. Und das ist, glaube ich, eines der wichtigsten Themen, gerade in unserer schwierigen Zeit, die nicht leichter wird. Nein. Es ist keine Ordnung mehr in der Politik mit Chats und Handys und USB-Stick. Korrupte Politiker bleiben im Amt. Die Justiz tragt Handschuhe als wir aus Samt. Und kommt ein neuer U-Ausschuss zusammen, bleibt vorgeladenen eh gleich daheim. Da zählen tun's ja sowieso alle weil nix, weil die Immunität von der Bande ist fix. Auf jeden Fall, mit deiner Darstellung von Winnetou gibst du vielen Leuten wieder Verständnis für indianische Lebensweisen. Ich hoffe. Ich hoffe, und wenn nicht, dann gebe ich auch das Verständnis, auch wenn ich sterbe, dass ein anderer von einem anderen Land, anderem Kontinent eigentlich sogar, mein Volk weiterführt. Und ich glaube, dass das einfach in der augenblicklichen Situation, die wir auf der ganzen Welt haben, viel mehr die Leute wachrütteln sollte und einfach sagen, so sollten wir gemeinsam besser mit und untereinander leben. Ich glaube, das ist ein perfektes Schlusswort. Passt. Marco, danke dir. Bitte. Und ich nehme einen gewissen Bildungsauftrag ernst und zeige immer wieder interessante und spannende Themen, zumindest mit Basisinformationen für die Zuseher, dass sie neugierig werden. Und schon ist der kleine Stadtstreicher wieder auf einer Zeitreise in die Geschichte. Wo kommt ihr denn her? Aus welchem nordischen Land? General Niederösterreich. Perfekt. Ist ja auch im Norden von Österreich. Genau. Und dann hat es auch noch einen Jarl oder wie bei Indianern zum Beispiel Häuptling gegeben, der was quasi der Oberboss war. Na cool, also so toll. Bei uns ist das mein Papa. So toll hätte ich das nicht einmal mit einem Lexikon erklären können. Danke. Das ist gleich gut losgegangen, ohne viele Worte.
was spielst du, was spiele ich, es ist einfach passiert. Und also es ist gar nicht so geplant oder irgendwie zielgerichtet, sondern eigentlich eher, es muss eher passieren. Die Atmosphäre, die Stimmung, das bunte Bild. Einmal lieben wir die Stadt Wien tatsächlich. Es prasselt einiges auf einem zu. Flucht aus dem üblichen Alltag. Denen gefällt das, besonders gut ist es auch für Kinder. 90% alle begeistert. Ja, nur positive Erinnerungen, also. Tolles Erlebnis, wie die Zuschauer auch mitgemacht haben. Faszinierend. Und es macht mir jedes Mal Spaß, weil die Begeisterung ist dermaßen groß. Na, es gibt mittlerweile nur mehr einen, weil der ist so mächtig. Und manchmal hat man auch geglaubt, es wird nie zu Ende gehen, aber es ist gelungen. Und er hat halt so ein Ort, wie man von ihm morgen fährt. Ich schieße dir mein Lebens auf den Mond. Nein, 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 der ist ein Wahnsinn. Der hält man fest und gest, weil er sich einfach liebt. Und um niemand was schläft. Oh, hart. Nicht wie ein Felsen, aber wie ein Strohsackel. Oh ja, und gute Nacht, liebe Leute. Wie lange wirst du das noch machen? Fragst du mich das bitte bei Folge 300? Ja, und für die Heimreise buche ich eine ganz besondere Reisemöglichkeit.